Also ich finde, das ist eine völlig falsche Fragestellung. Ja, aber wir treten trotzdem an in Thüringen, weil wir etwas verändern wollen. Und natürlich werden alle Parteien Sie finden die Frage doof, ich würde trotzdem gerne... Ja, ja, das ist auch eine gute Antwort. Einfach, ja. Also das habe ich ja gerade im Grunde genommen auch gesagt, das BSW sollte seine Inhalte vertreten. Und wenn die EU verhandelt, dann wird sich zeigen, nein, das, was die CDU will, das geht so weit an dem vorbei, dass, was das BSW will, dass eine Koalition de facto ausgeschlossen ist. Also darauf wird es dann am Ende hinauslaufen. Also Wagenknechts Argumentation hier. Eine Antwort drauf haben. Weil ich finde es einfach fatal. Ich habe das auch hier in diesem Disput wieder. Wie alle Probleme werden darauf fokussiert, dass die AfD zum Referenzpunkt wird. Alles redet darüber, Brandmauer AfD, darf man mit der AfD reden, darf man nicht mit ihr reden. Genau diese Art der Debatte hat die AfD immer stärker gemacht und natürlich die desolate Politik der Ampel, wo ihre Partei nun mal den Kanzler stellt. Also Sie haben mit vielem Recht, was Sie hier sagen, aber Sie vertreten hier immerhin eine Partei, die doch das Ganze mit angerichtet hat, weil die AfD hat sich verdoppelt in den letzten 2 Jahren. Und dafür trägt die Ampel nun mal die Hauptverantwortung. Und deswegen muss ich sagen, ich finde es richtig, also um das auch mal, ich finde es richtig, mit der AfD zu debattieren und sie sachlich zu stellen. Was ich bedauere ist, dass, und das war aber in der Logik von Herrn Vogt natürlich eingepreist, dass er die AfD bei den eigentlich entscheidenden Fragen überhaupt nicht gepackt hat. Herr Höcke stellt sich dahin und sagt, oh, die armen Rentner, denen geht es immer schlechter. Schauen Sie sich doch mal an, was die AfD für Rentner im Petto hat. Nichts. Die AfD will den Sozialstaat noch mehr schleifen als die anderen Parteien. Das haben Sie aber nicht zum Thema gemacht. Wir haben letzte Woche, im Bundestag beantragt, den Mindestlohn. Jetzt wird über den Mindestlohn geredet. Völlig richtig. Ich sag's, das BSW muss über Wirtschaftspolitik reden. Völlig richtig, was Wagenknecht da gerade macht. Also gut, dass wir auf die Debatte hier reagieren. Wenn Sie sie nicht beantworten ein Beispiel wollen, möchte ich nennen. Alexander. Der Mindestlohn ist ein Problem in Deutschland. Ey, also es ist unfassbar. Fulan redet vorhin über einen Ostkonflikt. Was macht Klamroth? Wirkt sie ab. Wagenknecht redet über einen Mindestlohn, der von SPD und Grünen vor allem von der SPD und der FDP verhindert wurde. Zuerst in der Mindestlohnkommission, dann im Bundestag. Und was macht Klamroth? Er wirkt Sarah Wagenknecht ab. Sarah Wagenknecht will über Soziales reden. Ja, er dreht sich um und redet jetzt mit dem Welttypen. Also es ist unfassbar. Ihr merkt es hier gerade, man darf die außenpolitische Staatsräson nicht kritisieren, man darf den Neoliberalismus nicht kritisieren, man darf die Art, wie wir Debatten führen, nicht kritisieren. Alles muss immer sich um diesen Kulturkampf drehen, um irgendwelche dämlichen Leitkulturdebatten. Da ging es ja die Hälfte der Sendung drum, wir haben das ja alles glücklicherweise übersprungen. Aber man darf ja nicht die Dinge kritisieren, die hier irgendwie falsch laufen. Ich finde es unmöglich, dass Sie mich ständig abwürgen, Herr Klamroth. Tut mir leid, das machen Sie mit keinem anderen so. Wenn Sie meine Fragen gar nicht beantworten. Ja, es sind dumme Fragen, die an den eigentlichen Problemen vorbeigehen. Sie haben Ihren Job verfehlt. Raus. Also so deutlich kann man das in der Talkshow natürlich nicht sagen. Gut, das war nicht sich wert. Was soll man da sagen? Also wenn die Fragen an den eigentlichen Problemen vorbeigehen, dann sollte man sie nicht beantworten. Das habe ich ja letztens, wer es mitbekommen hat, im ARD Mixtalk zu Gast, da habe ich das dem Moderator auch gesagt. Also als er mich gefragt hat, ob wir Bürgergeld ein bisschen höher oder niedriger machen sollen. Völlig irrelevante Frage. Wir sollten erstmal ernst dafür tun, dass Bürgergeld nichts ist, was Millionen Menschen beziehen. Das sollte eine wirklich minimale Einrichtung für wirklich Extremfälle sein, die aus individuellen Gründen mal länger arbeitslos geworden sind. Das sollte keine Einrichtung sein, die Millionen Menschen versorgt. Wir sollten Vollbeschäftigung haben. Niemand sollte wirklich dazu gezwungen sein, Bürgergeld zu beantragen. Jeder sollte genug gute Arbeitsplätze angeboten bekommen, dass er auch eine Arbeit aufnehmen kann. Und so eine Situation hatten wir mal Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Aber darüber darf nicht geredet werden. Wir müssen lieber darüber reden, ob wir den Bürgergeldsatz jetzt ein paar Euro höher oder tiefer machen. Also das ist, ich sag's ja, wir führen in Deutschland die falschen Debatten und Wagenknecht zeigt das hier wunderbar auf und was macht der Moderator? Wirkt sie ab. Es ist die Masche der Öffentlich-Rechtlichen. Ich möchte ein Beispiel nennen, was Herr Höcke... Sturmhaube, da wurde nicht nachgeholfen. Das war tatsächlich mein Internet. Es war nur 5 Sekunden weg und ich bin gleich rausgeflogen. Das ist bei dem Programm anscheinend so. Gib mir noch eine Chance. Meine Frage war, jetzt nicht weich werden. Meine Frage war, schließen Sie aus, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht in Thüringen einen möglichen Ministerpräsidenten Mario Vogt bei der Wahl zum Ministerpräsidenten dann unterstützt, also wählt? Ich nenne Ihnen ein Beispiel, woran sich das entscheiden wird. Ich wünsche mir,
dass wir in Thüringen ein Schulsystem haben, wo Kinder in der Grundschule wieder ordentlich lesen, schreiben und rechnen lernen. Das ist ein elementarer Grundsatz, meinetwegen von Leitkultur. Also da geht es ja auch darum, dass man deutsche Rechtschreibung und Grammatik kann. Daran machen Sie fest, ob Sie einen AfD-Ministerpräsidenten Björn Höcke verhindern wollen? Wenn wir gemeinsam dazu kommen... Ja, selbstverständlich. Ich würde da... Okay, das sage ich jetzt lieber nicht. Aber ja, wie gesagt, selbstverständlich. Man muss inhaltliche Forderungen stellen und wenn die CDU und auf Bundeslandebene, da kann man definitiv auch große Investitionsprogramme in die Schulen und in andere Infrastruktur anschieben. Wenn die CDU sich dagegen stellt, wovon auszugehen ist, dann unterstützt man so einen Ministerpräsidenten eben nicht. Und ich glaube nicht, dass Mario Vogt genug Unabhängigkeit vom CDU-Partei-Establishment hat, dass er sich gegen dieses Establishment stellen würde und so ein Programm unterstützen würde. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass es zu einer Koalition zwischen CDU und BSW kommen wird. Wie wir in Thüringen auf der einen Seite wirklich sehr viel mehr Lehrer einstellen, relativ kurzfristig, das ist dringend. Zweitens aber auch Lehrpläne verändern, sodass das wieder möglich wird, weil man muss sich darauf konzentrieren. Das hat auch was mit Lehrinhalten zu tun. Drittens vielleicht auch mal drüber reden, ob die Digitalisierung der Schulen, vor allem den Grundschulen, okay, so eine gute Idee ist. Wenn wir da ein gemeinsames Konzept hätten, wäre das ein erster Schritt von Gemeinsamkeit. Man kann das doch nur an Inhalten festmachen und nicht pauschal. Wir werden kein Mehrheitsbeschaffer von Herrn Vogt um jeden Preis sein. Das macht die AfD beim nächsten Mal doppelt so stark. Also da wären wir dumm beraten, wenn wir das täten. Also, sondern nur, wenn die Politik sich verändert. Also Frau Wagenknecht stellt schon einige Bedingungen. Herr Vogt